Was geht, ihr Schinken? Schön, dass ihr wieder dabei seid und damit zurück zu Subnautica. In der letzten Folge haben wir hier verzweifelt nach den letzten Zyklop-Teilen gesucht. Aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal gegoogelt. Und dieses Zyklop-Teil scheint die Kommandozentrale zu sein. Hier fehlt ja noch das letzte. Und das soll man hier in den Dunes, also dieses Anfangsgebiet, was man hier hat, also das hier nicht, sondern das, was da oben ist, in einem Wrack in den Dunes finden. Und in dieser Folge wollte ich mich mal auf den Weg begeben, nach diesem Teil suchen. Natürlich werdet ihr jetzt nicht die ganze Fahrt mitkriegen müssen, aber ja, wir werden dieses Teil finden. Davon gehe ich aus. Und wenn, werde ich halt ein bisschen Zeit rausschneiden. Was mir aber gerade beim Vorbeilaufen auffällt, ist, dass hier auch mal ganz gut ein Fenster reinpassen würde. Denn das sieht ja noch alles recht geschlossen aus. Und ich mag es eigentlich so hinter dem Beet, so ein Fenster, das würde ja echt schon echt gut aussehen. Außerdem habe ich ein neues Aufnahmeprogramm. Und ich hoffe, dass die Soundprobleme dadurch beseitigt werden. Ja, erstmal nochmal ein bisschen Titan klein machen. Und ich hatte vor, wenn ich die Zyklop habe, wir haben noch, wenn ich die Zyklop habe, dass wir dann mal ein bisschen tiefer fahren, denn was ich schon gefunden habe, dafür fehlt zwar noch die Zyklop, aber was ich schon gefunden habe, ist ein Druckkompressor-Fragment, mit dem man scheinbar tiefer tauchen kann. Also den können wir tiefer als diese 225 Meter waren das, tief tauchen. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Meter raufkommen, das müsste ich nochmal nachgucken, aber ja. Begeben wir uns erstmal auf die Suche. Wie viel Energie hat die denn noch? 10%, okay. Da muss auf jeden Fall noch schnell was gemacht werden. Haben wir denn noch Kupfer? Jawohl. Und Titan haben wir auch noch Unmengen. Das können wir auch mal ganz schnell rumpacken. Quarz. Da nehme ich mir hier mal schnell nochmal zwei raus für ein Fenster. Der Rest bleibt da drin und Kupfer packe ich hier nochmal schnell weg. Spatenfische, die können wir hier auch nochmal wegpacken. Oh, recht gut gefüllt. Essen können wir uns ja auch hier drüben rausnehmen, denn hier schwimmt mittlerweile schon ein Haufen an Fischen rum. Nehme ich mir hiervon mal zwei. Ah, komm her. Haben wir genau zwei Fischsorten drin, einmal für Essen und einmal für Trinken. Richtig perfekt. Nehmen wir noch zwei Boomerang mit. Von welcher Fischart gibt es denn hier am meisten drin? Also wie es aussieht von diesen Blasenfischen. Nehme ich mir davon noch mal ein paar mehr, damit wir hier keine Überpopulation drin haben. Essen, gekochte Nahrung. Zwei gekochte Boomerang mache ich mir. Die esse ich auch gleich. Eigentlich brauche ich das ja gar nicht, aber meinen perfekten Baum da hinten. Ich hätte die mal pökeln sollen. Das hätte besser für unterwegs gehalten. Aber gut, machen wir das jetzt so. Noch einen gekochten Blasenfisch. Ja, mal sehen, wie lange die halten. Einen Tag sollten die ja mindestens halten. Koordinaten, ein Signal. Okay, wann habe ich das denn da reinbekommen? Essen wir erstmal. Nehme ich mir hier immer noch mal zwei Hängefrüchte mit. Das hätte ich auch schon vorher machen können. Warum das denn? Habe ich zu viel gegessen oder was? Das ist neu. Scheint im Nachhinein reingepatcht worden zu sein. Dass man jetzt auch ein Leben verliert, wenn man zu viel isst. Gut, nein. Zwei Glas noch schnell machen. Denn das Fenster hier vorne baut sich auch nicht von selber. Bauen wir das nämlich nochmal schnell. Ja, Fenster. Ja, wundervoll.
Jetzt kann man hier nämlich auch mal ein bisschen rausgucken. Sieht das nicht so langweilig aus hier? Also los. Ich begebe mich jetzt auf die Suche und ihr seht dann den Punkt, an dem ich da bin. Bis gleich. Verdammt, verdammt, verdammt. Was ich gerade natürlich vergessen habe, ist bei meiner Seemotte die Batterie zu wechseln. Und jetzt sind wir hier irgendwo nirgendwo hängen geblieben und ich musste gerade zurückschwimmen. Ups, es hakt gerade ein bisschen. Um eine neue Energiezelle zu holen. Na, kackt das Game jetzt ab? Nein, ich glaube nicht. Es fängt sich. Und ich durfte jetzt gerade, weiß nicht, einen Kilometer schwimmen. Um hin und zurück, also 2 Kilometer. Ey. Achso. Nein, so auch nicht. Um diese Batterie zu wechseln. Ach, mal eben mein Energy aufmachen. Denn sowas wäre ja schon nicht schlecht. Boah, ey, der hat ja echt einen intensiven Geruch. Alter, wie... Mann, gerade repariert. Schon wieder 14% runter. Echt. Oh, was haben wir da? Bin ich jetzt gerade fündig geworden? Bin ich etwa fündig geworden? Oh, ich glaube, ich bin fündig geworden. Wunderschön. Ich glaube, das ist, was wir suchen. Nehme ich hier mal schnell Titan mit. Oh, oh, oh. Hoffentlich finde ich jetzt das letzte Zyklopteil. Na? Ist hier irgendwas zum Scannen? Den habe ich schon, den habe ich schon. Auch nichts für die Zyklopen, ne? Sieht echt mager aus hier. Nee, aber ich denke, sowas ist, was wir suchen. Aber leider nicht... leider beinhaltet es nicht das, was wir suchen. Leider, leider. Oh ja, da kann man reintauchen. Ob ich hier dann fündig werde? Schnell mal rein. Wie kann man um die Ecke tauchen? Oh nee. Komme ich da oben raus? Oh ja. Was werden wir hier wohl finden? Ich hoffe nicht den Tod. Jetzt sind wir nämlich in dem Schiff drin. Oh, hier gibt es sogar Luft. Das finde ich geil. Ich glaube, wir sind in dem großen Reaktorraum. Jetzt haben wir hier unfreiwillig einfach mal den Eingang in dieses Schiff gefunden. Das ist cool. Gibt es hier noch irgendwas zu scannen? Och, kann man das noch reparieren? Oh, man kann es reparieren. Ah, man kann die Strahlung so verringern. Ach was. Da habe ich hier wahrscheinlich indirekt gleich eine Aufgabe gefunden. Auf dem Energiefeed. Ein Aufrüstungsmodul. Ey, kann ich auch noch was scannen? Das ist ja geil. Was kann ich hier noch? Au. Okay, scheinbar nicht so cool, dann da ranzugehen. Ich will hier drüben nochmal hin. Da gibt es sicher auch noch was zu reparieren. Au. Zu scannen leider nicht. Und auch kein Aufrüstungsmodul. Nö, hier muss nichts repariert werden. Unter Wasser noch irgendwas? Oh ja. Ich glaube, da war schon wieder irgendwas. Nicht, dass hier drin irgendwas auf uns lauert. Den reparieren wir auch mal noch mal schnell hier. 7 Strahlenlex. Was passiert, wenn wir die alle reparieren? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Verschwindet denn die Strahlung komplett? Hm. 6 Strahlenlex. Na? So. Naja, die Energie von unserem Schweißgerät geht langsam auch aus.
Den nochmal schnell. Okay. Da haben wir auch noch was. Boah, aber ich wusste gar nicht, dass man so weit in das Schiff rein kann. Das ist echt geil. Wir haben auch gleich schon alle. Sind die jetzt alle in dem Raum hier? Haben wir genau den richtigen Raum gefunden. Oh, da sind die letzten beiden. Okay, das ist geil. Gleich wissen wir mehr. Schön, schön, die letzten beiden. Eins noch. Und... Antriebskerndurchbruch geschlossen. Verflüchtigte Strahlung in 3 Tagen. Versuche vom... Okay. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. Okay, 3 Tage und 10 Stunden, dann ist die Strahlung hier wohl vollkommen weg. Aber man kann hier noch weiter. Mal schauen. Wir sind ja eigentlich mit einem anderen Auftrag hergekommen, und zwar diese letzten Zyklopteile zu finden. Und das war jetzt noch eine schöne optionale Mission, sag ich dazu mal. Okay, 87% der bewohnbaren Abschnitte des Schiffes wurden unbewohnbar. Ach, sind wir jetzt vorne und draußen? Was? Nee. Ich hoffe, ihr fliegt uns nicht... Ach, diese Kackkrebse schon wieder, ey. Ich hasse die. Nein. Was zum... Okay. Komme ich hier auch irgendwie anders wieder hin? Denn das wäre jetzt irgendwie nicht so schön. Jetzt bin ich da durch den Boden gebackt. Egal. So, jetzt bin ich wieder zurück bei der Seemotte. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt das, was ich suche, da drin finde, denn die Wracks sahen anders aus. Ist ja natürlich jetzt gut, dass wir jetzt die Strahlenlecks geschlossen haben, aber ich würde nochmal woanders suchen gehen und den Inhalt des Schiffs hebe ich mir für eine andere Folge auf. Da gucken wir ein andermal nochmal. Was haben wir denn hier? Gehört das auch zu Zyklop? Ein Brückenfragment für die Zyklop. Wir haben... Oh, geil. Das sind die Teile, die wir brauchen. Da gibt es noch eins. Oh, wir haben sie endlich gefunden. Sie liegen hier einfach rum. Jawohl. Also, ich bin jetzt mal ein bisschen... Ach du Scheiße. Aua. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter weggefahren. Das kommt direkt auf mich zu. Das gefällt mir nicht. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter gefahren, mal in die andere Richtung von dem Schiff weg. Und also ich musste mir jetzt auch mal auf Google eine Map aufrufen von Subnautica, damit ich das Biom überhaupt finde. Denn ich habe das die ganze Zeit mit diesem Anfangsbiom verwechselt. Also die Dunes sind hier auf jeden Fall außerhalb. Recht am Kartenrand. Die Insel ist ungefähr hier. Und die Dunes sind einfach das hier. Und man findet auch direkt die Teile. Jetzt suche ich gerade mal das letzte, da haben wir es. Oh, es ist schon tief hier. Schwimmen hier mehrere von diesen. Da vorne ist ja schon wieder so ein dickes Ding. Okay. Das letzte Brückenfragment. Wir haben alles für die Zyklop. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen, um die zu bauen. Und wir sehen uns gleich wieder an der Base, an der Phaseos. Bis gleich. So, zurück an der Phaseos. Packen wir hier mal ganz sanft auf unserer Plattform. So. Oh, es hakt. So. Der liegt ja immer noch da. Runter mit dir. Und, ja. Wir gucken gerade mal. Erstmal was zu essen und zu trinken. So ein ohne ist ein bisschen scheiße. Wir können noch mal ganz kurz das Quarz wegpacken. Haben wir auch wieder ganz gut gesammelt jetzt auf unserer Suchtour. Und
mal eben noch was zu trinken. So geht das nicht. Was brauche ich denn noch? Ach ja, genau, wir haben nur unsere Trinkfische. Obwohl, ich könnte auch erstmal Hängefrüchte essen. Dafür haben wir den Baum ja. Das vergesse ich auch immer. Der ist echt overpowered. So, noch... Ja gut, trinken reicht erstmal. Wobei, ich nehme mir nochmal so einen Blasenfisch. Komm her. Mache ich mir daraus nämlich nochmal eine Flasche trinken. Da, Wasser. Gefiltertes Wasser. Und jetzt bin ich interessiert. Jetzt möchte ich wissen, was kann die Zyklop? Was kostet die Zyklop? Ich glaube nämlich, da muss man jetzt nochmal ein bisschen für farmen. Zu günstig wird das nicht. So. Fahrzeuge. Der Zyklop. Plaststahlbarren. Okay. Emailliertes Glas. Schmierstoff. Und ein erweiterter Kabelsatz. Aber gut, jetzt muss ich erstmal gucken. Plaststahlbarren. Das ist jetzt nochmal eine andere Sache. Ich werde einfach nochmal hier... Da. Gucken, Plaststahlbarren. Bleiplatte gibt's. Da, Titanbarren und Lit. Ey, da, wir haben ja alles. So, ich habe jetzt gerade nochmal schnell geguckt und mir ein paar Notizen gemacht. Also wir brauchen erstmal noch ein paar Titanbarren. Ein paar ist gut. Wir brauchen fünf Plaststahlbarren, das heißt. Insgesamt 50 Titan und 5 Lithium. Jetzt hoffe ich natürlich, das alles schnellstmöglich zusammenzukriegen. Aber mal eben neben, also jetzt zu einer anderen Sache. Der Strom in der Basis ist ja mittlerweile schon echt angenehm geworden. Der hält auch echt gut. So, jetzt haben wir 30 verarbeitet. Ich glaube, 5 haben wir noch. Ja gut, 6. 4. 6, ein noch. Ja, also der Strom ist echt angenehm. Und was mir gerade, by the way, noch einfällt, wir haben hier unser schönes großes Aquarium und ich würde gerne noch mal eins abseits ein bisschen machen, vielleicht hier hinten. Hier kommen wir jetzt hoch. Vielleicht würde ich hier hinten noch einen Raum aufsetzen und da oben packen wir dann noch ein Aquarium hin. Oder vielleicht auch zwei, eins, was von hier unten dann nach oben geht. Denn man kann auch noch diese großen Haie züchten. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der vorigen Folge erzählt. Aber es wäre schon mal ganz wichtig. Also, was heißt wichtig, ist es jetzt nicht, aber ich würde schon cool finden, da alle möglichen Fischsorten drin zu haben. Also diese, die man nicht essen kann und die einen sonst feindlich gesinnt sind. Ja. Packe ich die Titanbarren mal schnell hier um. 4. Batterien kann ich wegpacken. Die habe ich übrigens eben noch mal einen Wachs gefunden. Oxidiertes Aluminiumoxid, ja. Ja, ja. Wir brauchen noch Glas und diese Zähne. Diese Zähne findet man in diesem Biom, glaube ich. Das sind nämlich die von diesen, ja, wie sage ich, diesen komischen blauen Haien. Alles blau. Nein, die findet man von... Gott, mir fällt der Name von denen nicht ein. Aber die sind auf jeden Fall so länglich. Sind auch auf unserem netten Bild der Folge zu sehen. Rechts. Für jeden, den meine bildliche Vorstellung gerade interessiert. Aber das über Umschreibungsskills leider nicht auf dem besten Stand sind. Wir gucken hier mal auf den Grund. Wobei ich glaube, dass man die hier nicht einfach so findet. Na, es hakt. Ich suche einfach mal nach den Zähnen und dann sehen wir uns gleich. Seegleiterfragment. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Nee, Seeleiter. Oh. Okay. Das ist cool. Wieder was Neues. Ich guck gleich mal, was das ist, wo ich das bauen kann. Aber erst einmal gucke ich jetzt weiter nach diesen Zehen. Mm-mm.
Pirscherzahn, wir haben einen. Okay, also wir sind schon mal richtig. Da liegt noch einer. Ich glaube, insgesamt brauchen wir 5. Ein Zahn pro emailliertes Glas. Da liegt ein Ei. Ich glaube, das nehme ich auch mit. Das sind die Eier, nämlich, die ich meine. Mit denen kann man dann die züchten. Diese Haie. Mal eben Luft schnappen. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Zähne. Okay, okay. Also, ich habe jetzt schon... Man hört das, glaube ich, gerade auch schon. Also, ich habe jetzt wirklich keine Pirscherzähne leider gefunden. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde gesucht. Und ich würde sagen, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause. Ich habe jetzt schon 1,5 Stunden aufgenommen. Für euch wird das nur eine Folge sein, weil ich auch ziemlich viel gesucht habe. Boah, der Sound, der spackt doch gerade richtig ab. Ich muss das Spiel unbedingt neu starten und brauche eine Pause. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, in dem ihr mir schreibt, ob euch das Format hier gefällt und ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Schreibt mir auch sonst gerne so in die Kommentare und lasst mir ein Abo da. Alles. Ich nehme alles. Gut. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Oder auch für manche bis gleich. Tschüss.